einfach. Wir gehen zuerst auf der Stelle, so wie jetzt. Und drehen dann unsere Knie leicht nach innen. Seht ihr das? Ganz einfach. Spannt dabei eure Bauchmuskeln an. Jetzt noch die Arme dazu. Dreht die Knie etwas weiter rein. Okay, jetzt machen wir 3 Schritte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut so. Das ist der Cha-Cha-Cha. Nehmt jetzt eure Arme dazu. 1, 2, 3. Achtet auf eure Körperspannung. Gut so. Wir nehmen jetzt einen Schritt dazu. 1, 2, Schritt und marschieren. 1, 2, Schritt. Und nochmal. Jetzt mit etwas mehr Style. Als nächstes ziehen wir den Fuß richtig über den Boden und los geht's. Ziehen. Ihr könnt dabei euren Kopf zur Seite drehen. Das sieht noch besser aus. So könnt ihr auch im Club tanzen. Okay, wir kombinieren alles. Twist, Cha-Cha-Cha und marschieren. Nochmal, Twist, Cha-Cha-Cha, marschieren. Nochmal, Twist und Cha-Cha-Cha. Das sind unsere ersten 8 Takte. Cha-Cha-Cha, jetzt ohne marschieren. Los geht's. Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. Der Bauch ist angespannt. Denkt daran. Weiter so. Noch 4-mal. Macht mit euren Armen nicht zu viel. Jetzt machen wir einen Kreuzschritt und setzen die Fußspitze auf. Gut so. Das ist ein Basisschritt, den wir noch öfter verwenden. Als nächstes heben wir dazu noch die Ferse an, um die Waden zu trainieren. Los geht's. Hintere Ferse anheben. Hoch. Nehmt die Schultern dazu. Seid frech, seid ruhig etwas kokett. Sehr schön so. Was für ein Spaß. Jetzt nehmen wir die Arme dazu. Stellt euch vor, ihr tanzt sexy in einem Club und zieht euer Röckchen ein bisschen hoch. Das nenne ich den Flirt. Noch ein paar Mal. Ihr solltet das richtig in euren Beinen spüren, in den Waden, einfach überall. Sehr gut, fester Körper, gerader Rücken, Beine gestreckt, Po-Muskulatur fest und zeig, was du drauf hast.